Ja, huhu, hier wieder beim Koalion bei Dragon Age Inquisition. Wir sind hier in, wie heißt das, verlorene Oase oder so. Und haben hier beim letzten Mal, glaube ich, ganz viel Elfenwurzel eingesackt. Und, eieiei, was gibt's denn hier alles noch? Tausend Sachen. Ah ja, tausend Scherben haben wir hier. Niedrige Gesundheit. Da schauen wir noch direkt mal, dass wir uns einen Regenerationstrank einpfeifen. Noch den Bullen. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn so viel Gesundheit verloren, Leute? Da oben ist eine Scherbe. Wie kann man denn da jetzt hier den. Wahrscheinlich irgendwie hier so lang. Hier so, hüpp. Kommt man hier hoch? Ja, hier kommt man hoch. Sehr schön. Und hier kommt man. Nicht hoch. Ah. Ja, mit Trick und 77 und anfassen und so. Yay. Ich glaube, sowas nicht vorgesehen. Aber ich hasse das ja bei diesem Spiel hier, dass man so oft das Ziel vor Augen hat und dann noch mal meilenweit laufen muss, bis man denn Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. ja, hier, das ist Artefakt deines Volkes, Das zack. sollte die Dämonen fernhalten. Wo war ich? Dass man dann meilenweit laufen muss, bis man dann ans eigentliche Ziel kommt. Jupp, 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 jupp. So. Hinunterklettern. So, und hier gibt's auch irgendwie Zeug. Jetzt sich's einer gut gehen lassen, hier mit so einem schönen Buch und zwei Flaschen Wein mit Käse und einem Totenschädel, das ist doch schön gemütlich. oder auch nicht. So. Die holen wir uns das nächste. Ja. Die Frage ist halt auch, machen wir das Ganze jetzt hier irgendwie bis zum Erbrechen, irgendwie hier Scherben einsammeln? Oder konzentrieren wir uns irgendwann mal auf die Hauptquests nur? Und ich tendiere ja zum zweiten. Ja, weil irgendwie ist diese ganzen Einsammelzeugs irgendwie ist. Das ist irgendwie langweilig, Leute. So, wir gehen mal wieder zum Hauptcharakter rüber. Hier rum. Wo ist denn das nächste Zeug? Hier. Wahrscheinlich oben drauf wieder. Was? Wie? Wo? Ah, süß. Dann direkt mal hier unser Rückhandschlag. Ja, anscheinend ist das da ganz oben drauf. Fuck you. Scherben in der Oase, Oasenlager. Reisen mal zu diesem Lager hin. Und da gab es auch eine Scherbe. Wahrscheinlich auch oben drauf, ne? Sieht so aus. Naja. Auch hier, fuck you. Wir gehen zur Sehenswürdigkeit. Mal ein bisschen Blutlotus einsammeln und auf unterwegs. Und dann beanspruchen wir das Ganze hier. So.
Da sind irgendwo Gegner. Scherben in der Oase. Tempel des Stolzes. Ach, den sollten wir, glaube ich, auch finden. Ja, gehen wir nochmal mal hin. Tuk, 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 tuk. Einmal hier um die Ecke. Oh, ein Riese. Schauen wir mal, ob wir uns mit dem schon messen können. Zack. Au, au. Das mit unserem Schild ist einfach natürlich ziemlich imbar. So, erstmal schön den Schlag ausgewichen. Jetzt nochmal unsichtbar und. Yes! Oh, das haut schon richtig rein. Also die Kampfanimation in den Kunari sieht ein bisschen albern aus für mich. So mit diesem Rückhandschlag. Also der Riese ist eigentlich kein Thema jetzt gerade. Da fällt er. Yeah. The higher they grow, the lower they fall, oder so ähnlich heißt es, ne? So, wir hatten Aufstieg, habe ich gerade gesehen. So, was holen wir uns denn dafür? Das ist jetzt die große Frage. Wir haben hier Bannen gehabt. Hier haben wir eigentlich alles, was wir so großartig brauchen. Hier brauchen wir auch nichts mehr. Hier haben wir noch passives nicht. Zurückgeworfener Schaden. Hast du eine aktive Barriere, erleiden Gegner, die dich angreifen, ebenfalls Schaden. Das ist sehr gut. Das könnte man eigentlich schon mal nehmen. Oder hier das Verlangsamen. Auch nicht schlecht. So, hier. Hat man hier nicht das. Bannst du Magie und Statuseffekte, werden kurzzeitig der durch deinen Zauber verursachte Schaden und der Aufbau deiner Barriere erhöht. Aha. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Was haben wir hier noch gehabt? Wehrst gegnerische Geschosse damit ab? Ja, das braucht man nicht unbedingt. Aber ich glaube, das hier wäre nicht schlecht, ne? Hier, Magie-Zeug. Mana-Regeneration. Ich glaube, das nehme ich. So. Ist eine Höhle. Gehen wir da doch mal durch und gucken mal, was da so am Ende der Höhle noch so ist. Ist auch irgendwo ein Riss in der Nähe. Wenn wir den denn dann finden, dann machen wir den auch weg. So, Paragon-Schimmer. Yay. Haben wir hier schon mal durchgeguckt? Jo. Also müssen wir hier schon mal gewesen sein. Ah, und hier unten geht's schon los mit Gegners. Zack, bestätigen. Oder auch nicht. Und zwar unsichtbar. Ja, das ist natürlich ein super Effekt. Ich glaube, ich weiß auch schon, was wir als nächstes holen. Es gibt nämlich im Feuer-Skill-Tree gibt es, glaube ich, auch noch so ein cooles, eine coole Fähigkeit, die sich, glaube ich, ganz cool ergänzt mit dieser Unsichtbarkeit. Also einmal reinwemsen und dann nochmal ein Feuerball oder sowas hinterher. Könnte ganz cool kommen. So, Speerrüstung der Wächter.
Ist das was für uns? Ich glaube nicht, ne? Streit haben wir der Legion der Toten, das sind Zweihänder, glaube ich, ne? Ist das hier was für den Bullen? Ne, das ist schlechter als das, was der Bulle hat. Sarah hat Bögen. Was ist denn das hier? Soulless. Das ist wesentlich cooler als das, was der Soulless gerade hat, ne? Hat er links auch schon eine Rune drin. Macht Elektrizitätsschaden. Gehen wir das doch mal. Das sieht auch cooler aus, finde ich. Passt ein bisschen besser zum guten Soulless. So. Und dann soll man hier angeblich reinkommen. Öffnen sie mit Macht von 6 Scherben. Was fühlt sich hier falsch an? An der Tür ist es schlimmer. Was? Fühlt sich was falsch an? Das Gefühl am Eingang. Jetzt ist es weg. Ich glaube, das war irgendein Schutzzauber. Eine Warnung vielleicht. Oder eine Prüfung. Das erklärt, warum sich die Bergleute von hier ferngehalten haben. Hier ist auf jeden Fall noch so ein tolles Artefakt von den Soulless. Das sollte die Dämonen fernhalten. Und hier gibt's Schleierfeuer. Das meiste muss es auch irgendwo was geben, was man damit aktivieren kann. Da hinten sehe ich doch schon was. Eine Rune! Ja! Untersuchen wir die Rune. Uralte Schrift. Ah, jetzt habe ich es nicht zu Ende gelesen. Oh nein. Und hier kann man noch weitere Türen öffnen. Feuertür. Öffnen wir mal. Kann man das schon öffnen? Oh. Hallo? Ist hier jemand? Erkunde die Kammer. Oh, da sind Skeletis. Hallo? Schmache deine Fresse, Bordstein. So. Übrigens eine ganz lustige Geschichte. Ich kenne jemanden, der Germanistik studiert. Und da hat irgendwann ein Professor mal in einer Vorlesung gesagt, die deutsche Sprache ist interessant und es gibt da auch gar nicht so richtig und falsch in der deutschen Sprache. Es passt sich alles dem Sprachgebrauch der Leute an, was richtig und falsch ist. Im Prinzip zumindest. Was war das gerade? Und wenn genug Leute in der Gesellschaft so Sachen sagen wie ich mache deine Fresse Bordstein, dann wird das irgendwann korrektes Deutsch. Das ist ein bisschen merkwürdig, diese Vorstellung. Ja, wir haben jetzt hier Feuerresistenz bekommen und jede Menge Kohle liegt hier rum. Das ist auch ganz gut, weil Kohle kann man eigentlich immer gebrauchen. Gucken wir mal, haben wir noch genug Scherben, um die nächste Tür zu öffnen? Jo! Lass mich durch! War noch irgendwas? Oh, da ist noch mehr Kohle. Und wir kriegen ohne Ende Einfluss hier anscheinend. Nicht schlecht. Das ist Schleierfeuerding, das brauchen wir gerade nicht. Macht haben wir auch gekriegt. Hallo? Da bin ich jetzt voll in die Falle reingelatscht. Aber das ist eigentlich Wurst, weil wir mähen hier mit unseren Attacken eigentlich alles nieder, was da so kommt. Ach, das ist einer über. Ups. Wir könnten uns eigentlich auch, wenn ich mir das so angucke, wie wir hier durch die Gegner durchmähen und wie wir eben auch den Riesenplatz gemacht haben, auch mal so einem Drachen zuwenden. Ne? Also der eine Drache, den wir in den Hinterlanden halt ausgelassen haben, weil ich mir das nicht zugetraut habe, den könnten wir, glaube ich, mit der Fähigkeitenkombination hier langsamer angehen. Kohle! Hier wird man reich, glaube ich. Ist echt cool. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Und was gibt's hier? Feueressenz, mächtige Feueressenz, Gürtel der Feuer und Ring des Flammenopfers. Okay, nehmen wir alles mit.
schauen wir mal, haben wir genug hier? Na. Wir brauchen mehr Scherben. Noch mehr Scherben. Okay, mehr können wir uns also hier nicht leisten. Dann gehen wir halt wieder. Hier gibt es noch was zu plündern, haben wir übersehen. Zack, 111, 110 Gold übersehen, das ist noch nichts. Ist kein Pappenstiel, ne? Kein Pappenstiel. So. Gab es hier oben eigentlich noch eine Tür? Hier. Sieht auch so aus, wie wenn man ja auch so eine Tür hat, durch die man durchgehen kann. Ne? Naja, vielleicht muss man erst unten alle Türen öffnen und dann kommt man hier oben durch. So, was gibt's denn hier noch? Scherben. Guck mal da hin. Da unten ist irgendein Gegner. Was bist denn du? Seht ihr, wie sich die Barriere da bei uns aufbaut? Das ist ziemlich heftig. Hilft aber alles nichts, wenn wir hier runterfallen. Hier ist noch so ein Durchgang. Da kommen wir aber anscheinend nicht durch. Okay. Ah, guck mal hier, der Bulle ist noch beim Schnetzeln gewesen. So kennen wir den Bullen. Ein bisschen Fernkampf auspacken. Sind wir ja sonst eigentlich nicht so gut drin, aber so, was hat der Bulle denn hier gesehen? Was sind wir denn hier überhaupt? Okay, wir sind hier in irgendeinem Tunnel drin. Okay. Merkwürdig, merkwürdig, wie wir auch immer hier reinkommen. Kann es sein, dass das hier die andere Seite von dem, wo wir eben waren, herunterklettern? Aber wir wollen eigentlich in die andere Richtung. Hier ist nichts. Da ist auch irgendwo ein Gegner. Ich glaube, wir laufen hier schon wieder in eine völlig verkehrte Richtung. Aber ist alles so verschlungen und verratet mir eins, Sarah. Wie habt ihr einen ganzen Bienenstock in Cullens Übungspuppe bekommen? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr. Denkt ihr, es war diese Magie, die Cole immer wirkt? Vielleicht hat er euch ja geholfen und es euch dann vergessen lassen. Was? Nein! Scheiße nochmal, jetzt habe ich diese Vorstellung im Kopf. Warum habt ihr das gesagt? Wie soll ich mich denn jetzt noch über den Bienenstock freuen, blöder Arsch? Ich mag selber. So, hier ist irgendwo so eine Spinni lang gelaufen. Gibt es jede Menge Schlangensteine. Und da drüben scheint es auch wieder Gegner zu geben. Wo auch immer das Spinni jetzt auch hin ist, keine Ahnung. Da oben ist noch eine Scherbe. Und wir greifen hier einfach mal an, müssen an. Oh, das hat wehgetan. So, jetzt hier. Damn. Das ist schon geil, diese Fähigkeit. Also kann man nichts sagen. Nicht nur, dass das ordentlich Schaden macht, du schleuderst den Gegner damit noch zu Boden. Das ist schon ordentlich. So, sonst haben wir hier nichts.
Und hier oben irgendwo war eine Scherbe, nicht wahr? Ja, hier kommt man mal wieder nicht hoch. Ah, doch, wohl. Da ganz oben, natürlich. Es wäre auch viel zu einfach, wenn es da irgendwie eine Leiter gäbe oder so. Nein, man muss einfach wieder 1000 machen. Um Blocklatschen. Ein guter Teil der angegebenen Spielzeit dieses Spiels ist wohl auch dem blöden Hin- und Hergelaufe geschuldet. Was wollt ihr? Ich will hier die Scherbe haben. Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät. Also die Unterhaltung hatten wir, glaube ich, schon mal. Für die sollten wir da irgend so einen Ring finden, oder? Da hinten ist ein Riss. Der ist, glaube ich... Öffne die letzte Tür. Hier ist die Höhle, wo dieser Ring drin ist. Ein bisschen regenerieren. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Sehr schön, das machen wir jetzt. Ding, 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 ding. Oh, oh, hier sind aber einige... die ziemlich gelitten haben. Ne? Notiz ist verkohlt, aber ein Teil ist noch lesbar. Die Fackel wird sie zerstreuen oder anlocken. Nein, zerstreuen, ich bin ziemlich sicher. Naja, ob er damals so recht hatte, dies... Hallo? Ach, Spinnies! Spinnies! Hallo, ich nehme mal hier die kleinen Spinnies. Das. Kein Problem. Ich glaube, mit der Fähigkeiten-Kombo hier sind wir fast unsterblich, wenn wir nicht viel Pferd falsch machen. Das ist vor allen Dingen ein bisschen Nahkampf, das passt nicht, dann passt ganz gut zum Nahkampf. Ja, Sarah ist hier kurz mal abnippeln. Dann mal hier wieder. So, da sind noch mehr Spinnies. Mehr Spinnies. Bam. Noch mehr Spinnies irgendwo. Wir haben ja gar kein Ende hier. Ist hier irgendwo ein Nest? Wahrscheinlich. So, das ist noch unsichtbar. Bam. Da macht doch das größte Spinni nix. Noch ein Spinni. Zum Thema Spinnen. Ja, da nimmt er mir das Wort aus dem Mund. So viel zum Thema Spinnen. Tiefenpilz. So, hier. Ein Talisman. Noch mehr Tiefenpilze. Ja, jetzt was zu plündern. Vitrinol. Ja. Plündern. Ein schönes Schwert. Das gucken wir gleich mal, ob das hier was Tolles für unseren Kunari-Bullen ist. Ein Ehering. Das ist doch genau das, was wir gesucht haben, nicht wahr? So, und hier gibt es doch bestimmt auch weiter. Schlüssel. Schlüssel zur Paras-Höhle erforderlich. Hm. Wer hat denn diesen komischen Schlüssel? Vielleicht hat denn diese... Ach, guck mal. Ist ja süß. So. Hallo.
alles Erfahrungspunkte. Ist ja schön, dass sich hier meine Gegner selber platt machen. So. Da hinten ist noch ein Magier. Schnell mal hin. Und bevor wir angekommen sind, ist er auch schon Geschichte. Der eiserne Bulle stimmt tendenziell zu. Dann wollen wir doch direkt mal gucken, ob das Schwert was für ihn war. So, Waffen. Klingen des Räuberhauptmanns. Ja, es ist ein Doppelschwert gewesen. Wir haben ihn ja auf Handwaffe Schild geskillt. So, hier war irgendwo noch was. Ja, wahrscheinlich Überreste von so einem Hund. Fupp. Hundsleder. Und hier bringen wir jetzt den Ring zurück zu der komischen Minenarbeiterin. Lalalalalala. Da oben steht sie. Aha. Und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir ihr den Ehering zurückbringen. Das ist übrigens auch eine super Fähigkeit hier. Hallo? Stehst du da unten? Hier, ich hab was für dich. Ich hab hier was für euch. Ich glaube, der hier gehört euch. Nichts hier war wertvoller als dieser Ring. Er ist alles, was mir geblieben ist. Ich habe nicht viel, aber dafür öffne ich eines meiner alten Verstecke für euch. Was noch da ist, gehört euch. Als Dank. Ja, super. Wir haben jetzt auch den Schlüssel für dieses komische Tor. Hüpf. Schneller Propeller. Ist ja ganz nett, ne? Öffnen. Das ist ein altes Versteck. Jetzt gucken wir mal, was sie hier alles gelagert hat. Was wir an Schätzen hier. Ja, wow, Gold. Und sonst nur Crap. Ja, was heißt nur Crap? Es ist in Ordnung. So, wir trinken noch eine Runde. Und die hat gar keine Sachen mehr. Einmal ein bisschen Saufgelage hier. So. Und dann ach ja. Sie sind jetzt quasi oberhalb von diesem Flammendingens da, wo wir eben durchgelaufen sind. Gibt's denn hier sonst noch irgendwas Tolles auf der Karte? Hier ist ein Riss noch. Hier sind Scherben ohne Ende. Wie kommen wir jetzt am schnellsten dahin? Ich glaube, am schnellsten kommen wir von hier aus zum. Weil den Riss würde ich echt noch gern schließen. So, also hier zur Sehenswürdigkeit. Wahrscheinlich ist sie auch jetzt wieder oben und wir sind hier total weit unten. Hilfenwurzel. Ah, hier ist eine Scherbe. Nett. Die nehmen wir auch gerne mal so vorbeigehen mit. Bam. Noch Zeug. Oh, ein Raureifstab. Wahnsinniger Loot hier. Was gibt's hier noch? Ein Sack. Elfenwurzel. Eine Höhle.
ist ein Jammer, Sarah, dass euch ein Elfenleben verwehrt wurde. Selbst ein Flickwerk wie die Interpretation der Dälisch. Wer sagt denn sowas? Seid ihr etwa kein Waisenkind, das von Menschen aufgezogen wurde? Oh, ihr denkt, ich bin nur deshalb nicht elfisch, weil ich keine Wahl hatte. Ich ärmste. Tja, aber ich hab's gesehen. Das Elfenleben ist rückschrittlich und öde. Es heißt, dass wir in einem Tempo lebten, das uns über die Jahrtausende erhalten hat. Na dann erhaltet euch mal weiter. Aber nach einem Leben klingt das nicht. Das müsste doch irgendwo hier die Scherbe sein, oder? Wo ist die Scherbe? Zack, und dann können wir hier mit Sarah weiterlaufen. Dann wollen wir da warten, bis wir uns hochteleportieren. Wir sind jetzt quasi unterhalb des Ganzen. Können wir den auch hier irgendwie wieder hoch? Ist irgendwo ein Gegner? Oder ein kleiner Nack? Oh, hallo Nack. Dieses Höhlensystem hier ist aber auch ein bisschen nervig, oder? So. Wo ist man jetzt ausgekommen? Der Wüstenrand. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Dann müssen wir wieder ganz außen lang laufen. Wie ich das in diesem Spiel liebe, dieses. Also dann doch lieber Schlauchlevels. Anstatt dieses blöde Ineinandergeschachtel von Zeug. Ah, ihr merkt, ich beschwere mich ja ständig jetzt hier über dieses Spiel. Ich kann ja schon mal sagen, es wird nicht mein Lieblingsspiel werden, auch beim Fazit. Ne? Ich habe das so abgefeiert, bevor das rauskam. Ich wollte es unbedingt spielen, aber es ist echt eine große Enttäuschung für mich. Macht immer noch ein bisschen, es macht schon ein bisschen Laune, es zu zocken so. Vor allen Dingen mit euch zusammen, aber hier wurde so viel Möglichkeit verschenkt. Finde ich. Naja. So. Da ist doch die Sehenswürdigkeit, wo wir hin wollten. Und da hinten ist auch der Riss. Wahrscheinlich ist die Sehenswürdigkeit jetzt wieder ganz oben. Yay! Yay, 7 von 8 Sehenswürdigkeiten. Ja. So, und dann machen wir noch den Riss platt. Hallo, Dämonchen. Wir machen die mit einem Schlag quasi platt, wenn ihr da oben herumlungern wollt. Ich kann auch ein bisschen Fernkampf. Ist ja jetzt nicht so wirklich die Herausforderung, euch dazu beschießen von mir. Das
So, zweite Welle bitte Nahkampfdämonen. Na? Ah, der da hinten ist ein bisschen nervig. Der friert einen nämlich ein. So. Bam. Oh, der Soul ist aber voller Arbeit geleistet hier. Der hat das nämlich gerade richtig schön weggebrannt. Habt ihr das gesehen? So. Friss mein Schwert! So, lieber Biss. Du bist geschlossen. Bam. Und einmal Getränke. So, hier gab es doch bestimmt irgendwo jetzt auch was, der es hinterlassen hat. Macht können wir auch immer gut gebrauchen. Ring des Strauchelns. Wie ist denn das überhaupt hier, die Ringsituation hier bei unseren Gefährten? Solis braucht auf jeden Fall noch einen Ring. Flammenopfer. Eismine. Ich glaube, ich gebe dir mal die Flammenopfer. Sarah braucht ein Amulett. Habe ich aber jetzt nichts Geiles. Was hat sie denn für ein Gürtel? Gürtel der Gesundheit ist okay. Was habe ich? Gürtel der Gesundheit auch. Ring, verbesserte Barriere und Blockdurchdringung ist auch okay. Der braucht auch ein Amulett. Gürtel der Heilung. Ja. Ist schon okay. Ich brauche Amulette, liebes Spiel. Amulette wären eine echte Bombe. So. Ich würde sagen, wir verlassen die verbotene Oase jetzt mal. Und geh mal zurück in die Hinterlande. So, was war das hier? Venatori jagen. Hier gab es auch noch irgendwas. Eine verschlossene Tür. Und hier war auch noch ein Riss, an den ich mich nicht dran getraut habe. Das heißt, hier werden wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. So. Da sind wir. Gehen wir zuerst mal hier in die verschlossene Tür gucken. Mal gucken, ob die so richtig cool verschlossen war. Die da was richtig krasses versteckt haben vor uns. Das ist richtig. Wir haben doch jetzt diese Aufwertung schon, dass wir diese Schlösser hier knacken können. Da müssen wir ja auch irgendwie was für gemacht haben. Ne? So, Sarah, walte deines Amtes. Wenn das jemand aufmachen kann, dann. Sarah. Yep. Und such Sarah, such. Eine schwere Wächterrüstung und Kohle. Ja. Dafür war das jetzt ja nicht so geil. Gucken wir uns die schwere Wächterrüstung mal an. Wenn, dann ist sie was für den Bullen. Ja. Und nur für Elfen, Zwerge und Menschen. Also Kunari haben es echt nicht abgekriegt hier. Ne? Speerrüstung der Wächter. Nee. So, und dann lassen wir oben mal oben an die Minatori. Ah, komm, da gehen wir jetzt auch zuerst mal hin. Und wir können auch unser Pferdchen nochmal rufen. Das kommt ja von hier, so ein bisschen Heimatgefühl. Zack, kommt es mitten aus dem Haus. Und wahrscheinlich hat es da Verwandte besucht oder so. Ja. Es tut mir immer noch ein bisschen leid, das Pferd, wenn ich das so sehe, der dicke Kunari auf dem Pferderücken. Ich glaube, wir nehmen das auch mal in Angriff, dass wir neue Reittiere uns mal besorgen für den Kunari, weil das Pferd ist echt
Naja, es tut mir so ein bisschen leid. Aber waren wir hier schon mal? Haben wir diese Truhe schon mal durchsucht? Anscheinend schon. Das ist jetzt noch weit weg. Ne, es ist da vorne sofort. Deswegen gehen wir jetzt zu Fuß weiter. Hallo, hier Venatori. Hier kommt ein dicker Kunari. Und der kommt hier über einen blöden Stein nicht drüber. Wäre sehr nett, wenn ihr euch mir entgegenstellen könntet. So. Kuckuck. Wupp. Hier bin ich. Aufpassen. Boom. So. Kill the Mage first. Bam. Wird auch wieder schön gebannt von Solus. Wo ist die Sarah? So. Seidenbockart. Ja, wenn der Dorian jetzt hier gewesen wäre, der hätte das cool gefunden, ja. So, Dunkelsamit. Auch immer gut. Und dann gehen wir zurück zum Lager. Und schnappen uns jetzt diesen Riss hier. Wenn ihr euch erinnern könnt, da habe ich einen großen Bogen drum gemacht, weil ich das erste Mal, glaube ich, da die taktische Ansicht benutzt habe und gesehen habe, dass die Dämonen, die da rauskommen, way overpowered sind für unsere Verhältnisse. Das könnte also jetzt eine gute Herausforderung sein hierfür. Und? So. Ja, kein Problem, guck mal. Dann nähen wir durch. Ja, Super Soul ist es echt. Mit seinem Bann. Komm hier, bam. Ey, das ist so geil, diese Fähigkeit. So, erste Welle haben wir schon. Kein Problem für unser Team hier. Aber ich will jetzt mal kurz. Wir sind Stufe 12. Und die Dämonen sind auch Stufe 12. Ich glaube, wir waren hier mit Stufe 6 oder so, wenn wir das erste Mal hier. Müsste ich nochmal gucken. Verlassen. So. Gehen wir hier mal. Ja, das ist halt das Problem. Man muss die Viecher halt auch treffen, ne? Mehr als Typ. Flankenangriff, sollte dir auch wehtun, oder? Das war ein bisschen zu früh. So. Mal hier durch. Und. So, und das soll das. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Hallo? Versucht er wieder zu entkommen. Und haucht sein Leben aus, weil der Bulle ihn abmacht. So, wo ist der Riss? Der wird jetzt geschlossen. Ja, das Team hat schon Leben verloren. Aber wir nicht. Das ist das Wichtige an der Sache. So, Grillentalisman, okay. Du kannst mal ein bisschen was trinken hier. Du kannst auch noch was trinken. Du auch. So. Da ist auch irgendwo noch ein Gegner. Ach, guck mal. Süß. Kommt ihr nicht da runter? Vertraut ihr euch nicht, oder was? Ich kann Fernkampf und du nicht. So, haben wir das auch geklärt. So. Was ist hier unten noch? Ah, da sind noch Venatori. Und hier ist auch noch ein Riss. Na, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ne? Clearen wir die Hinterlande mal ein bisschen.
Und ich sage euch jetzt schon, wir werden diese Folge schließen mit einem Drachenkampf. Es wird wieder eine lange Folge, ich weiß, ich bin jetzt schon wieder über eine Dreiviertelstunde dran. Aber wir müssen ja mal irgendwie zu Potte kommen hier, ne? So, ein bisschen auffüllen. Der Bulle braucht was. Solus. Und vor allen Dingen auch Sarah, aber gut. Was haben wir hier? Rekrutierung. Da kann man die geologischen Studien mal verenden. Bringt uns alles Einfluss. So. Und dann gucken wir mal, dass wir den Riss hier geschlossen bekommen. Pferdchen! Schneller! Ich verspreche auch, ich nehme ab. Nur trage mich schneller zum Ziel. Ich habe beim Versprechen natürlich auch die Finger gekreuzt. Dabei ist ja gerade Fastenzeit. Eigentlich eine perfekte Zeit, um abzunehmen. Ne? So. Hallo, liebe Dämonen. Hier bin ich. Hallo? Aber lange gedauert hier. So, der erste ist schon hin. Den großen Dämon mal wegmachen. Das nimmt dem fast die Hälfte der Lebensenergie weg. So, der Flammendämon ist damit auch Geschichte. So. Bam, der ist auch weg. Und. Sehr schön. So, aber ich glaube, die erste Welle war hier nie das Problem, die zweite Welle eher. So, jetzt erstmal noch ganz hinten und holen uns den einmal hier, bevor der sich wegteleportiert. Ja, da ist er nämlich schon wieder weg, der Sau. Bam. Sehr schön, danke Solus. Schön. So, einmal hier rüber. Und bam. Einer hatte sein Schild nach oben. Das hat ihn gerade so ein bisschen den Hintern gerettet. Aber dieses Mal, wenn er sich nicht wegteleportiert. So. Nur noch einen über. Anscheinend nicht. Und das war's auch für diesen Riss. Nur Sarah hat richtig eine auf die Fresse gekriegt. Die Arme. Hier trinkt mal was. Und wir haben Level-Ups. So. Na komm. Sarah. Und hier beim Beschuss hat sie jetzt alles. Was geben wir ihnen denn dann noch mit? Sie kann hier so Fiolen, ne? Diese Fiole hüllt dich in eine eisige Haut, die deine Rüstung verstärkt und Gegner einfriert, die in den Nahkampfbereich gehen. Das ist ja an sich nicht verkehrt, ne? Fiolenmeister. Du kannst diese Fähigkeit nicht einsetzen, solange ein anderes Elixier inaktiv ist. Und was können den flüssigen Flammen, wahren Rausch? Deine Fähigkeiten kosten kurzzeitig keine Ausdauer und Gegner, die dich angreifen, werden zurückgeworfen. Auch nicht schlecht. Schadensbonus. Effekte deiner Elixiere hinten lange an. Aber wir geben hier einfach hier mal die Frostfiole, weil sie so ein bisschen schwach auf der Brust ist. So, ich habe keine Punkte. Hier der Bulle. Schadensreduzierung. Irgendwann mit dem Schildschuss vor Fernkampf abgegriffen. Ja, komm. Läuft. Und der gute Solus. Was geben wir ihm?
Feuertree. Die Feuermine. Eis. Ich glaube, wir geben mal ein bisschen was hier in der Elektrizitätsbaum. Müssen wir ihm mal den neuen Zauber auch noch richtig beibringen. So, was hat er jetzt gerade? Er hat den Feuer ziemlich krass drauf. Wiederbelebung, das können wir ihm eigentlich rausnehmen. Das wird er wahrscheinlich eh nicht vernünftig casten. Die Steinfrost haben wir auch doppelt drin. Flammenopfer. Barriere ist drin. Bannen ist drin, oder? Ja. Das macht er auch immer ganz gut. Eisige Umarmung ist drin. Sperrfeuer ist drin. Dann können wir die Wiederbelebung doch wieder reinnehmen. Alles klar. Läuft. So, Sarah, trink was. Bulle, trink was. Und dann haben wir hier irgendwie ein Quest-Dingen. Aha, hier gibt es so einen kleinen Brief. Wenn ihr dies findet, hat die Blutung nicht aufgehört. Meine Familie lebt auf den Höfen von Radcliffe. Der Bauer segne euch, wenn ihr meine letzten Worte zu ihm bringen könntet. Ich bin nicht fortgelaufen, habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, ich könnte helfen, ich dummer Narr. Und jetzt hängen mir die Gedärme raus. Ein Brief mit zittriger Handschrift zusammen mit einer simplen Karte der Höfe von Radcliffe. Aha. Okay, bring den Brief des Jägers zu seiner Familie. Okay. Wir haben ja mal wieder nichts Besseres zu tun, nicht wahr? Plündern. Ring der vergifteten Waffen. Haben wir der Sarah jetzt nicht gegeben, das Vergiften, aber das ist jetzt auch Wurst. Onyx, immer gut. So. Hier so eine Truhe. Gucken, was wir da drin finden. Ein Gräuberkriegsbeil. Mega cool. Not. So. Markieren wir mal die Venatori. Holen unser Pferdchen und dann geht's den Venatori an den Kragen. Bevor wir dann den Drachen nachher angehen. Und ich sag euch, wir machen die Folge jetzt wirklich so lange, bis der Drache fällt. Ich könnte natürlich auch einen super Cliffhanger machen und dann sagen, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir den Drachen besiegen, aber das wäre gemein. Aber ich bin manchmal gemein. Mal sehen. Schneller Propeller. Der Zuschauer wollen den Drachenkampf sehen. Da müssen wir jetzt erst noch dahin. Ah, Pferdchen. Hallo, ihr Venatori. Ich bin's nur. Zu den Waffen. Wie war das mit Kill the Mage? Der Sack hat sich teleportiert. Das kann ich auch. Und jetzt schön Flankenangriff. So und bam. So, der ist gefallen. Das war's schon wieder, ne? Jawohl. Plündern Dorian dazu. Plündern wir die Leichen. Denk doch gerne nach, oder Bulle? Ich hätte da eine Idee. In Ordnung. Schieß los. Ihr werdet mich verdammt. Komm. Mal nicht werfen, aber wie wäre es, wenn ihr mich auf die Schulter nehmt? Ihr lauft und schlagt zu, ich schieße. Würdet ihr stehen oder sitzen? Auf eure Hörner könnt ihr euch selbst setzen. Ich stehe natürlich. Klar, natürlich. Wir wären also so etwas wie ein mobiler Belagerungsturm. Ja, das könnte klappen.
Oh, wartet. Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Eiscreme in Bier. Klar. Das ist zwar nicht ganz dasselbe, aber warum nicht? Es schmeckt bestimmt scheiße. Das wird großartig. Ich liebe sie. Ach ja. Was gibt's hier oben? Bringen den Brief dahin. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ihr wollt ja hier den Drachen sehen, nicht wahr? Ihr wollt alle den Drachen. Also gebe ich euch den Drachen. So. Kurz nochmal Querierung gucken. Nee, aber nichts. Dann mussten das Tränke auffüllen Teil. Hallo, Tränke würde ich vorne der Glocke noch auffüllen, gerne. Da. Das ist schön, dass es nichts zu berichten gibt. Ah, wir haben keine Elfenwurzeln. Dann muss es ohne Tränke gehen. Ihr merkt, ich bin total übermütig. Wir werden sehen, ob ich das bereue. So, Eisen. Laufe ich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Nein, ich laufe natürlich nicht in die richtige Richtung. Es ist alles nur für die Dramatik. So, Drache. Lange genug haben wir vor dir Angst gehabt. Jetzt geht es dir an den Kragen. Da ist er schon. Das sieht nach Drachengebiet aus. Oh, das wird ein Spaß. Ja, du sagst es, Philipp, du sagst es. So, hier ist mir die Drachenbabys besorgt, beseitigen. Oh, die laufen auch schon von uns weg. So. Nur fürs Glitter erstmal lassen. Ach, Solis, lässt er sich wieder klappen. Ding, 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 ding. Hallo Drachenbaby. Tschüss, Drachenbaby. Das geht ja richtig schnell von der Hand her. Ja. Na gut, ist auch noch ein Drachenbaby. Ein bisschen schneller laufen nur. Bulle hat es wieder einen drauf gekriegt hier. Ich glaube, da werden so ein paar von unseren Leuten werden bei dem Kampf draufgehen. Ich sehe das schon, aber ich glaube, unser Main-Character wird das zur Not auch mal alleine schaffen. So, da ist er. Fereldische Frostrücken. Ich würde jetzt gerne so zurückbrüllen mit dem Kunari-Brüllen. Sieh sich das einer an. Das ist großartig. So, immer schön drauf bremsen. Müssen wir schon wieder was trinken hier. Ja, der hält schon gut was aus, ja. Den müssen wir hier unsichtbar machen. Wir müssen jetzt wirklich in das Bein von mir reinlaufen. Aber läuft doch ganz gut. Mams, Mams, Mams. Und Pam! Könnte auch mal Stopp hier Dingens machen. Mal. Boah, guck mal, boah, zieht das Ding ab. Das war in Ordnung. Feigling! Feigling! Stell dich! Na, wo ist er?
keiner mehr, wollen wir nicht wegbannen. Au! Sau! Haha! Solus muss wieder geheilt werden. So. Boah, ist schon eine Sache hier. Hält schon gut was aus, der Waffe, aber richtig Schaden macht er uns auch nicht. Wir wollen doch schon ziemlich viele Heiltränke vermaselt haben. Verbaselt. So, stopp. Wir gehen mal auf Sarah und schmeißen ihr auch mal einen Heiltrank rein. Dann geben wir uns mal eine Barriere. Sehr gut. Just in time. Hier. Weg. Bannen das Feuer. Jetzt ist er wieder da oben. Jetzt wird er gleich wieder mit seinen komischen Feuerball schießen. Ach, betäubt, ja, komm. Such dir ein Opfer aus. So. Barriere. Jetzt hat er sich so kleine Leute geholt. Ach komm hier, weg mit dir. Lass den Solus in Ruhe. Solus! So. Wir sollen ja auch an die Mitstreiter denken, ne? Noch ist keiner gestorben übrigens, das ist ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und wir haben ihn ja schon auch schon fast. Jetzt kommen ja kleine Drachenbabys. Ah, jetzt ist wirklich, ich sprach gerade davon, dass noch keiner gestorben ist und zack, passiert's. Ich glaube, die Sarah werden wir auch noch verlieren. Aber macht nichts. Der Bulle und sein Kunari-Freund, der Magier, schaffen das schon. Oh, der Bulle ist jetzt. Oh, der hat einen gerade richtig einen reingekriegt. So, stopp. Liegt denn der Solus oben? Der liegt da hinten irgendwo. Den beleben wir jetzt mal wieder. Ey, ah, wow, wow. What the fuck? Was war das? Und warum ist Solus jetzt auf einmal wieder da? Trink dir was, Junge. Du. Ja. Sarah dahin. Das braucht lange, aber so richtig Gegenwehr leistet der einen jetzt gar nicht. Wo ist die tote Sarah? Sarah! Sarah!
Ah, ich glaube, das macht der Solus, ne? Nett. Nett, nett, nett. Ein bisschen plündern. So. Er flüchtet auf den Berg. Das Soul ist getötet. Er ist die Sau! Mehr. Soul ist. So. Bannen. So. Betäubt. Das Gute ist, dass ich eine Barriere krieg, sobald ich hier zapp. Und jetzt muss ich mich aber ordentlich heilen. Das so, das ging auf meine Barriere, die Sau. Aber gleich habe ich mich. So, das muss doch jetzt gewesen sein hier. Komm. Jo, das war's. Yay! Erfolg freigeschaltet. Juhu! Ja, ich lebe noch. Und wie? Habt ihr gesehen, wie alles in Flammen aufging, als ihr uns rösten wollte? Das nenne ich einen Kampf. Ja. Alles mitnehmen? Schauen wir mal, was haben wir denn gekriegt? Wir haben einen Stab bekommen. Der ist natürlich nicht so geil wie unserer. Obwohl, der macht mehr Basisschaden und hat eine leere Rune. Mehr Klugheit, Schaden gegen Sterbliche. Also eine Rune des Verderbens können wir eigentlich jetzt inzwischen auch, glaube ich, herstellen, jetzt wo die Verzauberin da ist. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das Ding. Voraussetzung Stufe 15 allerdings. Okay. 3 Stufen noch. So lange bleiben wir hierbei. Haben wir hier. Räuberkriegsbeil. Crap. Aureifstab. Crap. Hexenstab des Eises. Crap. So. Rüstungen. Die schwere Rüstung. Ja, auch nicht so geil. Und Accessoires. Da wollten wir doch Ketten haben. Ne? Amulett der Konstitution. Ist doch was Tolles für den Bullen. So. Hier gibt es jetzt was zum Beanspruchen. Quest abgeschlossen. Hier ist irgendwie so ein... Ah, hallo. Ja, diese Drachenbabys sind jetzt keine große Herausforderung. Beim Sarah trinkt immer was. So, das könnte ich auch noch was trinken. Wir müssen uns dringend Elfenwurzeln besorgen. Für die Tränke. So. Hier gibt es ursprüngliches rotes Lyrium. Da gehen wir dann auch mal hin. Nichts da, hier wird nicht Feuer gespielt. Ihr seid nur Erfahrungspunkte-Lieferanten. So. Man fühlt sich irgendwie cool, wenn man so einen Drachen getötet hat. Hier liegen auch noch jede Menge Zeug rum. Drachenjungen Schuppen. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür man die gebrauchen kann. Nee. So, wir wollten.
Verhältnis zu dem Lyrium. Dragon Hunter for the win. Aber gut, der Kampf war schon nicht ohne, muss man ja auch sagen, ne? So, hier sind noch mehr Drachenjungen, die es wissen wollen. So, das Hilfe? Nein, aber nee, ich, der kriegt das hin. Der ist schon groß. So. Drachenjungen-Schuppen und hier gibt's nichts. So, machen wir das rote Lyrium mal kaputt. Bam, Varric stimmt zu, das ist immer gut. Und dann haben wir hier noch Ularum. Das ist bestimmt hier oben drauf. Elfenwurzel, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, es ist nicht da oben drauf. Alles verseucht hier mit Drachenjungen. War es die Attacke von Bullen, die den so viel abgezogen hat, oder war das meine? Ich glaube im Zweifel war es die von Bullen. Sarah loost schon wieder ab. So. Hinten ist das komische Okularum. Elfenwurzel, ja, brauchen wir für Tränke. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. So. Gucken, hier gibt es jetzt. Vier Stück. Eins. Schon wieder welche komischen Drachenviecher unterwegs. Drei. Sollen uns rechts vielleicht noch eine sein hier? Ja, das ist die vierte. Okay. Spindelkraut. So, wo ist denn jetzt das Ding? Ist da direkt hier von hier vor der Nase, ja? Da oben drauf. Kann man hier nicht hoch? Vielleicht von der anderen Seite? Aha. Zwei Stück schon wieder. Alleine trauen sie sich nicht mehr an uns dran. Ja. Aber der Bullet halt auch ordentlich aus. Guckt euch das mal an. Okay. So. Hier oben drauf. Das war schon, glaube ich, ganz richtig, was ich hier gemacht habe. Der Bulle ist da ein bisschen dick für. Hier der Kanari. Hier Sarah. Ist das eine Aufgabe für dich? Guck mal, wie die da hier hochjumpt. Hier rum ist glaube ich nicht so gut. Jo. Na, Scheiße. Aber es macht schon was aus, ne? Also ob man hier mit Sarah hochjumpt oder mit dem Kanari. Feinmotorik ist ja nicht so meine Stärke. So. Ah, das fällt ja schon wieder runter. Hat so ein bisschen was von Tomb Raider mit so komischen Kletterquests hier.
nur dass die Steuerung bei Tomb Raider um einiges cooler war als hier. So, darum und hoch und hopp. Hier rüber und darüber. Und hier hoch. Und hier hoch. Und da haben wir sie doch. Jetzt stirbt sie beim Runterfallen. Ah, nicht ganz, aber fast. Gut, dann haben wir hier hinten noch eine Scherbe. Ganz weit weg, natürlich. Und hier ist ein... Da hatte wohl jemand eine Pechsträhne. Ja. Wenn man sich in dem Tal niederlässt, wo die ganzen Drachen hausen, ist das mehr als eine Pechsträhne, ist eigentlich mehr Dummheits- oder so. Aber vielleicht kamen die Drachen ja auch erst später. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Nimm die Scherbe. Und auf zur nächsten Scherbe. Weil, wie wir jetzt gesehen haben, macht das durchaus Sinn, diese Scherben einzusammeln. Das gibt ordentlich Kohle. Wobei es immer noch nicht in, wirklich im... vom Kosten-Nutzen-Aufwand ist es, glaube ich, immer noch nicht gut. Weil so viel, wie man hier durch die Gegend latschen muss, da hätten sie ein bisschen mehr in diese komischen Hallen da reinpacken müssen. Obwohl diese Resistenz ist halt auch immer ganz gut, ne? Das unterschätzt man auch ganz schnell. So. Und die letzte Scherbe. Fupp. Ist wenigstens mal ebenerdig. So. Sehr schön. Läuft bei uns. So. Dann hatten wir hier irgendwo noch Venaturi, die wir platt machen mussten. Irgendwo habe ich welche gesehen auf der Questkarte. Das ist die Familie des Jägers. Oben sind noch geschäftliche Sachen zu erledigen. Gab es hier nicht noch Venaturi auf der Karte? Nee. Venaturi? Seht ihr irgendwie eine neue Venaturi? Ich sehe keine. Halt nicht. Dann bringen wir jetzt ja hier den Brief zurück und dann war es das auch für diese Folge. Ist ja auch lang genug schon. Das haben wir nicht alles gemacht heute. Also actiongeladen war es ja schon, ne? So mit dem Drachenkampf und die verschiedenen Venatori platt gemacht. So, hier Tränke. Zack. Und der Bulle. Zack. Und Solus. Na? Wir haben keine Elfenwurzeln mehr. Nee. In der Tat. Noch mehr Hügel. Yay! Ich, so. Und natürlich spielen wir Postbote, indem wir einfach nur den Brief in den Briefkasten reinschmeißen. Yay! Können wir eigentlich rein? Lass das einfach mich machen. Ja, komm hier. Mach mal auf. Mädchen, mach mal auf, Mädchen. So. Und dann guckst du mal, was da drin ist. So, hier gibt's ein Mosaikteil. Hey! Und es gibt was zu lesen. Reich von Tevinter, ob zum Guten oder zum Schlechten. Das Reich hat Thedas für alle Zeiten seinen Stempel aufgedrückt. Der alte kaiserliche Hochweg ist in den meisten Teilen von Thedas noch immer in Benutzung. Und die Ruinen alter Tevinter-Festungen und Zentren magischer Studien prägen noch immer unsere Landschaften. Nachdem der Glanz des Reiches schon längst verblasst ist. Doch der Einfluss dieses alten Imperiums reicht noch tiefer. Ohne Tevinter hätte es keine Verderbnisse gegeben, keine Andraste, keine Kirche. Jeder Aspekt unserer Welt wäre heute anders. Die Macht und Erhabenheit des Reiches mögen verblasst sein, aber sie sind selbst bis in die letzten Winkel von Thedas noch spürbar. Jedes Kind ist mit Geschichten über Tevinter aufgewachsen, wie es heute ist, eine dekadente Nation regiert von einer
Archon und seinem Hof der Magister, mächtigen und zweifellos verdorbenen Magierlords. Ihre Kirche ist nichts weiter als eine Verspottung unserer eigenen, und ihr schwarzer Göttlicher ist ein Mann, der aus einem Zirkel der Magi von Minrathus erwählt wurde. Sie pervertieren das heiligste Gesetz des Erbauers. Magie soll den Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Die Magier im Reich sagen, ihre heiligste Pflicht sei es, den Menschen zu dienen, indem sie politische Macht ausüben. Und das Schlimmste, bei dem der gesegneten Adresse die Tränen in die Augen treten müssen, ist, das alles ist auf dem Fundament der Sklaverei erbaut. Während die meisten Nationen innerhalb ihrer eigenen Grenzen den Kauf und Verkauf von Sklaven verbieten, liefern nahezu alle von ihnen ihre eigenen Bürger an das Reich. Sie untergraben damit das Verbund derartiger Gräueltaten und stillen den unersättlichen Hunger des Reichs nach Leibern. Um gegen die Kunari zu kämpfen, um in ihren Minen und Steinbrüchen zu arbeiten, um die zerfallenen Straßen zu fegen, die Misthaufen zu wenden und den Launen ihrer Magisteraufseher zu gehorchen. Aus Schwarze Stadt, Schwarze Göttliche. Eine Abhandlung über das Reich von Tevinter von Schwester Petrine, Scholarin der Kirche. Ja, ob das so wertefrei verfasst ist, weiß ich ja nicht, wenn es von der Kirche verfasst ist, ne? Das ist doch schon so ein bisschen eingeprägt. So, liebe Leute, das war's für heute. Fast 1,5 Stunden habe ich euch hier bespaßt. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir unten drunter. Und wenn ihr eine Idee habt von dem, was wir als nächstes machen sollen, dann schreibt es auch dahin. Wahrscheinlich werde ich es... Ja, doch, es könnte gut sein, dass ich es lese und dann vom nächsten Teil schnappe. Also, wenn ihr irgendwas Spezifisches haben wollt oder sehen wollt, einfach reinschreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss! Meow, 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 meow